sagst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Portal 2, einem neuen Let's Play von mir. Sagen wir so, ob das jetzt ein wirkliches Let's Play wird, bin ich mir noch nicht so sicher, weil eigentlich wollte ich das im Koop-Modus spielen mit dabei. Die Idee war, dass ich das Koop zusammen mit einem sehr guten Freund spiele. Nicht dem Barney, der gerade neben mir sitzt, hallo Barney. Nein. Hi. Mit dir spiele ich jetzt den Einzelmodus. Ich denke, ich mache den Einzel- und den Koop. Mal sehen. Das kommt einfach drauf an, wie viel Zeit ich habe zum Hochladen und so. Deswegen gehen wir jetzt auf Einzelspieler spielen und neues Spiel. Starten. Portal 2 ist bekannt für die langen Ladebildschirme, oder nicht die langen, die häufigen Ladebildschirme. Hast du überhaupt eine Ahnung von Portal? Nee, ich habe aber gehört, dass es ziemlich geil sein soll. Aber ich weiß noch nicht, wie das geht. Man muss halt Portale in die Wände schießen, so viel weiß ich. Das ist gut. Ja, ich habe jetzt schon die ersten zwei Kapitel gespielt, aber danach mache ich es auch gleich. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. So, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Jo, läuft ja eigentlich ganz okay. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Das ist aber extra so. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Der Roboter ist so cool. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Wir machen das Ganze in 14 Minuten Parts, oder? Ja, mal sehen, wie es hinkommt. Ich lauf doch. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Hey. Stellen Sie sich bitte davor. Aha. Ein ausgeklügeltes Tutorial am Anfang. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Alter, stellen Sie sich bitte davor. Ja. Hä? Wartet mal, irgendwie schon am Anfang, ey. Das Spiel hängt das Spiel an im Tutorial schon, das fängt ja gut an. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Guck zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Auf den Boden? Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Stell dich vor das Gemälde. Ach, vor das Gemälde soll ich mich ja. Das ist Kunst. Ups. Sie hören jetzt einen Buzzer. Du musst mir Wenn sagen, Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Du musst mir sagen, was ich machen soll. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Klassische Musik? Ich glaube, der Typ verarscht es ein bisschen. Gar nicht. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Zum Bett. Schlafen. Yeah. Wow, das war anstrengend. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Fitness Center umgehen lassen müssen. Alle Testsubjekte, machst du die Sie zu diesem Zeitpunkt heute noch irgendwann die Tür auf? Damit automatisch ja, hallo? Die kannst, Zerstörung nein? Die kannst du im Hyperschlaf zu überdauern. Kannst du die Tür aufmachen? Das wäre ziemlich... Furchtbar. Furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Hallo. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Oh,
klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, alles klar. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Apfel sagen. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. WTF? Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Guck mal raus. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sag natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Oh nein, oh nein. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Oh, oh nein, mit der fliegt er jetzt nicht gegen. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. So, das sieht... Viel Spaß, vielversprechend. Okay, los geht's. So ist es gut. Ja. Viel Glück. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Also ich finde es extrem geil, dass man hier sogar die FM-Zahl sehen kann. Also sehr detailliert. Und wer ist das? Null. Das ist deine Bia. Das bin ich. Achso. Dann bist du eine Bia. Nee, nee. Da sollen wir wohl hin. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Oh, haben. Und drauf da. Komm. Ich kenne das Steuer. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt.
Hey, Fahrstuhl. Und da sind wir auch schon bei der ersten Lade, beim ersten Ladebildschirm. Jo. Bisher gefällt mir das gut. Auch das Tutorial haben sie nicht so langweilig gemacht wie in manchen anderen Spielen. Natürlich sind Tutorials immer lahm, aber ich finde, es gibt da so Tutorials, da denkt man schon keinen Bock mehr. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Hey, was für eine Scheiße. Oh. 0-1. Irgendwas mit Würfeln. Okay. Jetzt sind wir im Dschungel. Ja, hört sich so an. Und da ist ein Portal. Da ist ein Knopf. Drücken. Da ist... Ah, jetzt kann ich da rein. Haha. Mein Würfel. Wie nimmst du den auf? Mit E. Das war, hat er gerade gesagt. Den muss ich da reinmachen. Ja. Ach, ich hab's. Ist ja schwer hier. Warte, wenn ich hier bin, kann ich mich dann da drüben? Ja. Ich sehe mich. Oder da? Ja, aber hab ich nicht einen schönen Hintern? Ja, da kriegt man manchmal richtige Brechen einzufinden. Ja, weil das so die ganze Zeit... Ja, verstehst du nicht. Alter, die können doch die... Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Das heißt? Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperstartzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Und wo du noch die Zivilisation wieder aufbauen? Ich glaube... Das ist jetzt nicht so wie in eigentlich fast jedem Spiel. Wir machen hier schon im nächsten Ladebildschirm den ersten Cut. Ich denke, es werden 10 bis 14 Minuten Parts. Danke fürs Zuschauen. Jo, wir sehen uns gleich dann machen wieder. Wir gleich weiter. Tschüss.